reine Magie. Es war merkwürdig. Als ich auf dem Weg zu der Party an den Häusern vorbeiging, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass das Leben so viele Möglichkeiten bietet. Unendlich viele Möglichkeiten. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war ich von Hoffnung erfüllt. Mir ging es genauso. Ich wollte unbedingt zu der Party gehen. Ich war bereit, etwas Neues zu erleben. Etwas Aufregendes. Hoffnung? Ich hatte die Lage wohl falsch eingeschätzt. Wäre ich auch dann auf die Party gegangen, wenn ich gewusst hätte, was zwischen Hannah und mir passieren würde? Es war nur die Ruhe vor dem Sturm. Ja, das wäre ich. Selbst wenn das Ergebnis dasselbe gewesen wäre. Ich trug einen schwarzen Rock und einen passenden Kapuzenpullover und machte einen kleinen Umweg, um einen Blick auf das erste Haus zu werfen, in dem ich hier gewohnt hatte. Der erste rote Stern von der ersten Seite der Kassette. Auf der Veranda brannte das Licht und in der Garage brummte ein Automotor, obwohl das Garagentor geschlossen war. Bin ich der Einzige, der weiß, dass er dort gewohnt hat? Der Mann, der an dem Unfall beteiligt war? Der Mann, dessen Auto ein Mitschüler von uns getötet hat? Wie gebannt bleib ich stehen. Eine andere Familie in unserem Haus. Ich hatte keine Ahnung, um wen es sich handelte. Dann öffnete sich das Garagentor. Im Schein der roten Rücklichter sah ich die Silhouette eines Mannes, der das schwere Tor ganz nach oben schob. Dann stieg er in den Wagen und setzte zurück und fuhr davon. Warum er mich nicht gefragt hat, warum ich sein Haus anstarre, weiß ich nicht. Vielleicht dachte er, ich wolle ihn nur vorbeilassen, ehe ich meinen Weg fortsetze. Doch was auch immer der Grund gewesen sein mag, die Situation kam mir unwirklich vor. Zwei Menschen, ein Haus. Er konnte nicht ahnen, was ihn mit mir, dem Mädchen auf dem Bürgersteig, verband, als er mit seinem Wagen davonfuhr. Aus irgendeinem Grund kam mir die Luft plötzlich schwer vor, erfüllt von Einsamkeit. Eine Einsamkeit, die mich durch die Nacht begleiten sollte. Selbst die schönsten Momente der Nacht standen unter dem Einfluss dieser Begebenheit, dieser nicht erfolgten Begegnung vor meinem alten Haus. Sein mangelndes Interesse hätte mir zu denken geben sollen. Obwohl mich eine ganz persönliche Geschichte mit diesem Haus verband, spielte sie keine Rolle mehr. Wie die Dinge gewesen waren, beziehungsweise wie ich sie erlebt hatte, war ohne Belang. Alles, was zählte, war das Hier und Jetzt. Auch wir, die wir auf den Kassetten vorkommen, können nicht mehr zu unserem alten Leben zurückkehren. Als hätten wir nie ein Päckchen vor unserer Tür oder in dem Briefkasten vorgefunden. Dieser Moment hat unser Leben verändert. Das erklärte auch, warum ich so überreagiert habe, Clay. Darum wollte ich, dass auch du diese Kassetten bekommst. Ich wollte dir alles erklären, mich entschuldigen. Ob sie sich daran erinnert? Erinnert sie sich daran, dass ich mich bei ihr in dieser Nacht entschuldigt habe? Will sie sich deswegen entschuldigen? Die Party war schon im vollen Gang, als ich auftauchte. Schließlich können die meisten Leute aus dem Haus gehen, bevor ihre Eltern eingeschlafen sind. Am Eingang hingen die üblichen Typen herum, sturzbetrunken und jeder Mann mit einem erhobenen Bier begrüßend. Ich dachte, mein Name sei unmöglich auszusprechen, wenn man schon lallt, aber diese Jungs kriegten das ziemlich gut hin. Das heißt, ein paar von ihnen versuchten es immer wieder, während die anderen lachten. Aber die waren harmlos. Fröhliche Zecher sind für jede Party eine Bereicherung. Typen, die nicht darauf aus sind, sich zu prügeln oder ein Mädel abzuschleppen, sondern die sich einfach nur besaufen und ihren Spaß haben wollen. Ich weiß, wenn sie meint. Das waren sozusagen die Maskottchen dieser Party. Hey Clay, was machst du hier? Die Musik war dröhnend laut, doch niemand hat getanzt. Es hätte jede x-beliebige Party sein können, wäre eine nicht hier gewesen. Clay Jensen. Bestimmt hast du dir jede Menge ironische Kommentare anhören müssen, als du gekommen bist. Doch als ich auf der Bildfläche erschien, warst du ein ganz normaler Bestandteil der Party. Das heißt für alle anderen, für mich nicht. Ich war schließlich nur wegen dir gekommen. Es war so vieles in meinem Leben geschehen, so vieles in meinem Kopf herumgegangen, worüber ich mit dir reden wollte. Ein richtiges Gespräch führen, nur ein einziges Mal. Denn dazu hatten wir in der Schule oder während der Arbeit nie Gelegenheit. Ich wollte wissen, wer du eigentlich bist. Es kam nie dazu, weil ich Angst hatte. Angst, dass du mich abblitzen lässt. Und es war okay. Ich hatte mich damit abgefunden, denn was wäre gewesen, wenn du dich tatsächlich als diejenige entpuppt hättest, die du in den Gerüchten zu folgen warst? Wenn du ganz anders gewesen wärst, als ich gehofft habe. Es wäre schlimmer gewesen als alles andere. Als ich in der Küche Schlange stand, um einen Becher aufzufüllen, warst du plötzlich hinter mir. Hannah Baker, sagtest du, und ich drehte mich um. Hi, Hannah. Als Hannah auf der Party erschien, als sie plötzlich durch die Eingangstür kam, fühlte ich mich total überrumpelt. Wie ein Vollidiot machte ich auf dem Absatz kehrt und rannte davon. Ich stürmte durch die Küche bis in den Garten.
Das ging mir alles zu schnell. Dabei war ich mit dem festen Vorsatz auf die Party gegangen, mit Hannah zu reden, falls sie auch da sein sollte. Es war höchste Zeit. Mir egal, wer die anderen Gäste waren. Ich würde nur Augen für sie haben und wir würden reden. Doch als sie plötzlich vor mir stand, verlor ich die Nerven. Ich konnte es nicht glauben. Da standst du plötzlich wie aus heiterem Himmel. Nein, nicht wie aus heiterem Himmel. Zuerst bin ich in den Garten hin und her gelaufen und habe mich verflucht, so ein ängstlicher kleiner Junge zu sein. Ich war schon auf dem Bürgersteig und wollte nach Hause gehen, als ich mir ein Herz fasste und wieder hineinging. Die besoffenen Typen begrüßten mich erneut und ich bin geradewegs zu dem marschiert. Von wie aus heiterem Himmel konnte absolut nicht die Rede sein. Ich weiß nicht warum, sagtest du, aber ich glaube, wir müssen reden. Es erforderte all meinen Mut, um unser Gespräch fortzusetzen, all meinen Mut und zwei Plastikbecher mit Bier. Ich stimmte dir zu und hatte dabei bestimmt das dümmlichste Lächeln im Gesicht, das man sich nur vorstellen kann. Nein, es war das zauberhafteste Lächeln, das ich je gesehen habe. Ich betrachtete den Türrahmen hinter dir. Darauf waren jede Menge Striche und Zahlen, die das Wachstum der Kinder in diesem Haus festhielten. Und ich erinnerte mich daran, wie meine Mutter dieselben Markierungen auf unserer alten Küchentür beseitigte, um das Haus bald verkaufen zu können. Ich habe es gesehen. Ich sah etwas in deinen Augen, als du mir über die Schulter geguckt hast. Wie auch immer. Du hast in meinen leeren Becher geschaut, ihn mit der Hälfte deines Biers gefüllt und mich dann gefragt, ob jetzt eine gute Zeit zum Reden sei. Ihr dürft diese Situation nicht falsch beurteilen. Von außen betrachtet könnte es vielleicht so aussehen, als wollte er mich betrunken machen, aber so war es nicht. So hat es jedenfalls nicht auf mich gewirkt. So war es auch wirklich nicht. Niemand wird mir das abkaufen, aber es stimmt. Denn wäre das der Fall gewesen, dann hätte er mir nicht nur einmal, sondern immer wieder nachgeschenkt. Wir gingen ins Wohnzimmer, in dem eine Seite der Couch schon besetzt war. Von Jessica Davis und Justin Foley. Doch die andere Seite war noch frei, also setzten wir uns hin. Und was taten wir dann? Wir stellten unsere Becher ab und begannen miteinander zu reden. Einfach so. Sie muss sich doch daran erinnern, wer die beiden anderen auf dem Sofa waren. Jessica und Justin. Aber sie erwähnt ihre Namen nicht. Der erste Junge, der sie geküsst hat, küsste das Mädchen, das ihr Monets inne geknallt hatte. Als könnte sie ihrer Vergangenheit nicht entkommen. Alles, was ich mir erhofft hatte, wurde Realität. Es war ein sehr intensives und persönliches Gespräch, als wollten wir all die Zeit nachholen, die wir versäumt hatten. Und nicht eine Frage empfand ich als zu dringlich. Ich wärme mich an der Stimme, die aus dem Kopfhörer dringt. Meine Hände schließen sich um meine Ohren, als könnte ich die Worte damit festhalten. Denn seine Fragen waren nicht zu dringlich. Und ich wollte, dass er mich kennenlernt. Es war wundervoll. Ich konnte es gar nicht glauben, dass wir wirklich miteinander redeten, ein echtes Gespräch führten, und ich wollte, dass es niemals endet. Ich habe es geliebt, mit dir zu reden, Hannah. Ich hatte das Gefühl, dass du mich kennst, dass du alles verstehst, was ich dir erzähle. Und je länger wir miteinander sprachen, desto mehr wusste ich auch warum, weil uns dieselben Dinge interessierten und dieselben Dinge begeisterten. Du hättest mir alles erzählen können, Hannah. In dieser Nacht gab es keine Tabus. Ich wäre so lange geblieben, bis du dich vollkommen geöffnet und mir alles anvertraut hättest. Aber das hast du nicht. Ich wollte dir alles erzählen, aber ich konnte nicht, weil mir manche Dinge zu viel Angst machten. Dinge, die ich nicht einmal selbst verstand. Wie hätte ich jemanden, mit dem ich das erste Mal ein richtiges Gespräch führe, mein ganzes Herz ausschütten sollen? Es ging nicht. Es war zu früh. Das war es nicht. Oder zu spät. Aber jetzt erzählst du es mir doch. Warum hast du so lange gewartet? Ihre Worte wärmen mich nicht mehr. Vielleicht sollten sie das, doch stattdessen brennen sie in meiner Seele und in meinem Herzen. Du hast immer wieder gesagt, Clay, dass zwischen uns alles so leicht und selbstverständlich wäre und dass du schon lange so empfindest. Du warst dir ganz sicher, dass wir uns gut verstehen und eine besondere Verbindung zueinander haben. Aber wie konntest du das wissen bei all den Gerüchten, die über mich im Umlauf waren? All den Gerüchten und Lügen, die längst ein Teil von mir geworden waren? Ich wusste, dass die Gerüchte nicht stimmen, Hannah. Ich meine, ich hoffte es zumindest, doch ich habe mich nicht getraut, ihnen wirklich auf den Grund zu gehen. Ich brach unser Gespräch ab. Wenn wir doch nur früher miteinander geredet hätten, dann hätten wir, wären wir, ach, ich weiß nicht. Aber die Entwicklung war damals schon zu weit fortgeschritten. Ich hatte mich bereits entschieden, nicht mich umzubringen, noch nicht. Ich wollte die Schule noch durchziehen und niemanden mehr an mich heranlassen, meinen Abschluss machen und dann abhauen. Aber dann bin ich auf diese Party gegangen, um dich zu treffen. Warum eigentlich? Um noch mehr zu leiden? Denn ich habe mich dafür gehasst, so lange gewartet zu haben. Ich habe mich dafür gehasst, dich so unfair behandelt zu haben.
Das einzig Unfaire sind diese Kassetten, Hannah, weil ich für dich da war. Wir haben geredet. Du hättest mir alles sagen können und ich hätte mir alles angehört. Absolut alles. Ich habe doch schon von dem Pärchen erzählt, das neben uns auf dem Sofa saß. Das Mädchen war betrunken und kicherte und stieß immer wieder mit mir zusammen. Am Anfang war das ganz lustig, doch bald ging es mir auf die Nerven. Warum sagt Hannah ihren Namen nicht? Vielleicht ist sie gar nicht so betrunken, dachte ich mir. Vielleicht machte sie dem Typen, mit dem sie sprach, nur was vor, wenn sie zwischendurch mal sprachen. Vielleicht wollte sie die Couch auch für sich und ihn allein. Also sind Clay und ich wieder gegangen. Wir liefen ziellos umher und riefen uns manchmal etwas zu, um die Musik zu übertönen. Schließlich gelang es mir, unserem Gespräch einen anderen Charakter zu geben. Keine großen und ernsten Themen mehr. Es tat uns gut zu lachen. Doch überall war es so laut, dass wir kaum ein Wort miteinander wechseln konnten. Also blieben wir im Türrahmen zu einem leeren Raum stehen. Ich erinnere mich an alles, was dann passiert ist, an jedes Detail. Doch woran hat sie sich erinnert? Während wir dort standen, unsere Rücken gegen die Türrahmen gelehnt, unsere Becher in den Händen, konnten wir nicht aufhören zu lachen. Doch plötzlich stürzte die Einsamkeit, mit der ich auf die Party gekommen war, wieder auf mich ein. Aber ich war nicht allein, das wusste ich. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich einer anderen Person unserer Schule verbunden. Wie konnte ich da einsam sein? Ich war bei dir, Hannah. Weil ich es wollte. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wie schon oft hatte ich mich jemandem anvertraut und teuer dafür bezahlen müssen. Jetzt schien alles gut zu sein. Doch ich wusste, dass diese Situation noch ein großes Unglück bergen konnte. Ein Schmerz, der größer war als jeder zuvor. Das hätte nie passieren können. Du warst einfach da und hast mir dein Vertrauen geschenkt. Und als ich vor allzu großer Nähe zurückgeschreckt bin und unser Gespräch auf unverfängliche Themen lenkte, hast du mich zum Lachen gebracht. Du warst unheimlich komisch, Clay. Du warst genau richtig. Dann habe ich dich geküsst. Falsch. Ich habe dich geküsst, Hannah. Es war ein langer, inniger Kuss. Und was hast du gesagt, als wir wieder zu Atem kamen? Mit einem süßen, jungenhaften Lächeln hast du gefragt, womit habe ich das verdient? Stimmt, du hast mich geküsst. Dummkopf, habe ich geantwortet. Dann haben wir uns wieder geküsst. Dummkopf. Ja, ich erinnere mich. Schließlich schlossen wir die Tür und zogen uns in den Raum zurück. Wir waren auf einer Seite der Tür und die Party und ihre dröhnende Musik war auf der anderen. Unglaublich, wir waren wirklich zusammen. Das ging mir nicht aus dem Kopf. Unglaublich. Ich musste mich sehr zusammenreißen, damit es mir nicht über die Lippen kam. Manche von euch werden sich jetzt bestimmt fragen, warum ihr davon nie erfahren habt, wo ihr doch sonst immer genau wusstet, mit wem Hannah Baker alles herummacht. Weil ich nie davon erzählt habe. Falsch. Ihr habt euch nur eingebildet, es gewusst zu haben. Habt ihr nicht zugehört? Oder habt ihr nur die Kassetten beachtet, auf denen euer Name vorkommt? Denn ich kann an einer Hand abzählen, richtig gehört, an einer Hand, mit wie vielen Jungs ich zusammen war. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, ich bräuchte beide Hände und Füße, um einen Anfang zu machen, stimmt's? Was soll das heißen? Ihr wollt mir nicht glauben? Ihr seid schockiert? Egal. Das letzte Mal, als mir nicht egal war, was alle anderen über mich dachten, war in dieser Nacht. Und das war die letzte Nacht.